Sag mal, Easy, kannst du nicht so laut kauen? Ich kann hier gar nicht schlafen. Was isst du denn da schon wieder? Nichts. Immer bist du am Essen. Ich hab nichts gegessen. Ich höre dich doch noch mit Sachen im Mund. Ich hab nichts gegessen. Anja, das war meine letzte, mein letzter Chip war das, okay? Ich hatte nur einen einzigen Chip. Und der ist jetzt weg. Was soll ich jetzt machen? Neu kaufen? Ja, woher? Hast du Geld? Nee, Geld habe ich nicht. Ja, ich habe auch kein Geld. Das ist generell ein Problem. Wir arbeiten die ganze Zeit für lau und wir verdienen gar kein Geld. Ja, und ich habe nur noch Karotten. Das ist das größte Problem. Ich will keine Karotten. Ich kann keine Karotten mehr sehen. Weg damit. Was hast du jetzt gegen Karotten? Ich will Chips. Ich will Chips! Okay, wir können ja mal gucken, ob es vielleicht ein paar Chips gibt im, Danke, Ronja. Im Haus. Ich habe mich gerade runtergeworfen. Okay, lass uns das Chips war holen, aus Versehen. Okay? Ja, genau, das hätte ich auch gesagt. Ja, jetzt lass guck, uns mal, die hat bestimmt noch ein paar Chips irgendwie im Schrank oder ein paar Kekse oder. Oh, die Süßigkeiten-Schublade. Ich will sie öffnen. Warte, sie war doch hier irgendwo. Wo ist sie hin? Nein, die war in der Küche. Okay, ich habe einen Vorteil. War die nicht hier? Nein. Oh. Lauf! Guten Morgen! Ronja, Moment. Was denn? Wo sind die Süßigkeiten hin? Hä? Was sind das jetzt? Hier ist nichts mehr, was? Ja, guten Morgen, ihr beiden. Wisst ihr, was ich gerade im Fernsehen gesehen habe? Wie ungesund dieses ganze Fastfood und diese ganzen Süßigkeiten sind. So schlimm sind die doch gar nicht. Ich meine, die schmecken doch auch gut und, haben wir da vielleicht noch welche? Da? Was? Und ich habe im Kleinen und durch euch immer Kekse zum Frühstück gemacht. Oje, oje. Ja, aber das ist jetzt ja wirklich nichts Schlimmes. Also, Kekse sind ja auch, ne? Richtig, ich will Kekse. Fühlt ihr euch krank? Sollen wir bei euren Puls messen? Ich habe auch einen guten Arzt, den können wir anrufen. Nein, also mir geht's gut. Bei Easy, da würde ich mal gucken. Das könnte vielleicht Ich fühle mich krank, weil ich Hunger habe und Kekse will. Warum ist das Keksglas leer? Och, nein, Mann, Ronja. Das ist auch leer. Da ist gar nichts mehr. Da bin ich ja erleichtert. Keine Sorge. Ab heute gibt's nur noch gesundes Essen hier bei uns. Was heißt das genau? Nein, keine Karotten haben wir doch noch. Bitte nicht! Nimm die zurück. Grüne Salate, grüne Smoothies und ich habe ein tolles Rezept für Saft aus Weizengras und Wildkräutern gefunden. Das klingt ja lecker. Da Ronja, freuen hör wir auf uns das schon drauf. Hör auf zu heucheln, das klingt furchtbar. Sag ihr das. Das klingt okay, eklig, das wir wollen das nicht essen. Oh, was macht Nein, ihr denn was da? Macht sie? Möhren und oh, das sieht nicht mal lecker aus. Da sind sogar Kartoffeln drin. Darf man die gar nicht roh essen, oder? Was macht ihr Weiß denn ich da? Nicht. Also wie jetzt? Wir kriegen jetzt hier kein Essen mehr, oder wie? Ich sitze schon im Babystuhl, dann darf ich auch weinen. Komm, wir suchen uns was. Es wird ja wohl irgendwo auf dieser Farm. Was? Achso, ja, wir haben schon gegessen, genau. Zum Mittagessen zauberst du uns was Schönes, wie nett. Wir sind heute Mittag nicht da. Richtig, wir sind aus. Ich bin irgendwo anders. Ist völlig egal. Wir haben Pläne. Richtig, die lassen sich leider nicht mehr ändern. Tut mir leid. Ja, ist schon geplant, da kann man nichts machen. Ja, richtig. Okay. Was machen wir heute Mittag? Oh nein, was will sie von uns? Was will sie denn jetzt noch? Ach, ich mach dir die Tür zu. Oh Mann, ist hier noch irgendwas? Ist da auf dem Grill noch was? Nein, hier sind Beeren. Falls du ein paar leckere Beeren... Irgendwo musst du das Zeug ja entsorgt haben. Das stimmt halt echt. Wo sind die Mülltonnen? Die Mülltonnen stehen vorm Haus. Guck mal, findest du da was? Easy? Die ist leer. Die ist leer? Die? Die sind leer, die wurden gerade abgeholt. Och nee! Och Mann. Vielleicht im Feuer noch? Vielleicht haben die da irgendwie gegrilltes, weiß ich nicht. Ja, hier eine gegrillte Himbeere. Oh, nee. So was machen wir jetzt, Ronja. Ja, okay, easy. Pass auf. Wir sind auf einer Farm. Auf einer Farm gibt's Essen. Richtig? Richtig. So. Ich meine, es wird ja wohl irgendwas Besseres geben als Smoothie aus Möhren, Äpfeln und rohen Kartoffeln. Warum machen wir nicht unsere eigenen Chips aus Kartoffeln? Das stimmt, aber wir haben keinen Ofen. Das ist wohl wahr. Schmecken selber gemachte Chips nie so gut wie die gekauften. Das finde ich nicht. Ich finde selbstgemachte schmecken sogar besser. Ehrlich? Hast du noch nie Chips gemacht? Ich habe es einmal probiert, aber es lief nicht gut. Machen wir irgendwann machen wir mal. Aber ja gut. Kartoffeln sind aber auch... Lass uns Blumen essen, wir sind... Ham. Blumenfresser. Ham.
Nein, keine Ahnung. Okay, was ist mit Weizen? Aus Weizen kann man vieles machen, wie zum Beispiel Brot. Hä, was ist das? Was? Da. Was denn? Das Weizen wird ja abgehört. Hörst du das nicht? Nein. Wo denn? Hier ist doch irgendwas. Loch. Hä? Ah! Oh! Was bist du denn? Ein Monster! Ein Maulwurf. Sag ich ja. Nee, das sagst du gar nicht. Hallo, kleiner Maulwurf. Oh, der ist aber fett. Okay, pass auf. Maulwurf, wir haben ein Problem, ja? Wir wollen richtiges Essen essen, aber hier in dem Haus würde uns nur noch Gemüse verkauft werden. Das verstehst du bestimmt. Das ist bestimmt keine schöne Situation. Guck mal, er nickt. Er versteht's. Du kannst ja buddeln. Kannst du vielleicht irgendwo bei einem McDonald's oder bei einem, ich weiß nicht, Supermarkt die Gemüse, nicht die Gemüse, jetzt sag ich auch schon Gemüse, die Süßigkeitenabteilung so ein bisschen was einfach klauen und uns bringen? Vielleicht macht er das. Guck mal, er wirkte... Meinst du wirklich? Guck mal, der wirkte so, oder? Der buddelt sich weg! Der buddelt sich weg. Guck mal, ich bin viel erfolgreicher mit Tieren reden als du. Du versuchst das ständig. Ja, wo kann ich dich nach dem Weg fragen? Kuh sagt nichts. Oh, wo kann ich dich nach dem Weg fragen? Ente sagt nichts. Warte erstmal ab, was der uns bringt. Naja, also bis jetzt ist eine Erfolgsquote bei 0%. Ich bin eine Maus, ich kann mit mir selber reden. Und ich mache immer das, was ich sage. Ronja, meine Argumentation heute ist mal wieder. Wenn du dann geradeaus gehst, ja, ich würde jetzt gerne geradeaus gehen. Nee, easy, bieg rechts ab. Okay, ich bieg rechts ab. Oder wie läuft das? Okay! Das war auch und links! Und einmal im Kreis drehen. Ah ja. Irgendwie so, ja. Jetzt ist die Frage: Finden wir den wieder, den Maulwurf? Der müsste ja wahrscheinlich am Feld warten, oder? Ah, hörst du das nicht? Nee, ich höre den gar nicht. Ist er irgendwo? Oh, doch, da kam er. Hier, hörst du ihn nicht? Der hat gerade gemut. Nee, easy. Okay, pass auf, ich suche jetzt nochmal auf dem Feld. Vielleicht kommt er wieder. Ich hab Verlass auf meine... Hier ist er doch! Wo? Da, der hat sich gerade frei... Wo ist er hin? Ronja? Oh, da ist er wirklich! Hallo, Maulwurf! Okay. Wo will der hin? Ich weiß es nicht. Hast du Essen für uns? Was? Ja. Was? Hat er was? Hat er was? Meinst du, er hat was? Er hat was! Er hat was! Nein! Was? Er hat wirklich was! Oh, never! Oh mein Gott! Du hast alles bekommen, oh, und ich gar nicht. Oh, warte, ich gebe dir was ab. Hier, Hamburger, oh, Hotdogs, Kuchen, ich habe Bananen, Split-Eis. Vielen Dank. Das ist richtig gut. Oh, wir haben eine geheime Nahrungsquelle. Endlich Maulwurf, kann ich die Himbeeren wegwerfen. Können wir nicht irgendwie, hier, du kriegst Blumen als Dank. Und, was essen Maulwürfe gern? Was können wir ihm als... was können wir... Himbeeren, er isst die Himbeeren. Okay, ich habe was für dich, Maulwurf. Hier, du hast die Himbeeren. Mit der kannst du vielleicht einfacher durch. Ne, mit der Axt kann er vielleicht einfacher graben. Wäre das nicht viel einfacher, ihm eine Schaufel zu geben? Ich habe aber keine Schaufel. Hast du eine Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel. Ja, hier ist eine Schaufel, mein junger Maulwurf. Mein junger Mann. Wir geben dem Maulwurf eine Schaufel. Ich brauche bestimmt. Guck mal, er freut sich. Oh mein sich. Gott! Benutzt er die Schaufel? Guck mal, wie schnell er ist. Ja. Ja, richtig nice. Voll gut. Fall da bloß nicht runter, Ronja. Oh ja, stimmt. Ich mach da lieber was drüber. Das ist echt keine gute Idee. Nee, das ist eine kleine Todesfalle. Warte, wollen wir unser Essen gerade mal hochbringen, nicht, dass es die Mutter sieht. Sonst, oh, unbedingt. Würden uns das noch abgenommen, Müll geschmissen und dann sind wir wieder in der gleichen ja, Situation. Ja, ich will nicht, dass mir was abgenommen wird. Außer es geht um mein Bein. Was? Wieso denn dein? Alles gut. Weiß ich nicht. So, können wir jetzt endlich essen? Ja, keine bitte, dummen ich Fragen mehr. Ah, endlich. Ah, ich glaube, ich esse einen Kuchen. Ah ja, ich habe hier auch noch ganz viel und Kuchen. Und Hamburger. Hotdog. Und mein Bananeis. Oh, das Bananeis sieht gut aus. Oh, und noch ein Hamburger. So. Ach, guck mal, wie viel. Das sieht doch nice aus. Das ist so schön. Oh guck yeah. Mal, was für ein befreiendes Gefühl, einfach sagen zu können, wir setzen uns hier hoch. Wir machen es uns gemütlich und ich würde sagen, dann ne? Guten Appetit. Haut rein! Oh, ich bin kurz eingeschlafen. Schöner Mittagsschlaf. Easy? Boah, du hast ganz schön zugelegt. Was? Guck dich mal an, du bist voll fett geworden. Gar nicht. Selber fett! Nee, ich bin gar nicht fett. Guck dich mal an. Die Teller sind leer. Warum sind die Teller leer? Ich hab Hunger, Ronja. Ja, hier ist gar nichts mehr. Oh, nicht mal mehr Krümel. Ich hab noch Möhren.
Toll. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, im Notfall besuchen wir unseren Maulwurf-Freund wieder. Ne? Ah, wie sehen wir dann aus? Puh, guck uns mal an. Ja, ja, du bist fett geworden. Sag ich ja. Ob nicht. Du auch. Hä? Wir sind beide fett. Wir haben noch ein bisschen Fastfood gegessen. Da isst man mal 3 Kuchen zum Nachtisch und schwuppdiwupp. Was soll denn das jetzt? Verstehe ich nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, nicht. Oh Gott, wir müssen aufpassen, dass uns die Mutter nicht sieht. Die merkt doch direkt, dass wir hier was... Wir haben zu viele Möhren gegessen. Die Smoothies haben uns einfach zu gut geschmeckt. Wir konnten uns nicht zurückhalten. Warte mal, ich habe eine Idee. Du kennst doch die Oma, ne? Oh ja. Die isst auch den ganzen Tag jeglichen Müll. Wie wär's, wenn wir zu ihr gehen? Die ist ja dünn und sie fragen, wie sie das geschafft hat. Oh ja, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir auch dünn werden. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich im Hühnerstall, oder? Wo ist sie? Hi Oma. Na, was geht ab? Das hat sich auch nicht verbessert, ne? Ich weiß es nicht, wo sie ist. Also ich würde im Hühnerstall gucken, da ist sie doch oft. Im Hühnerstall. Da fährt sie doch gern rum. Okay, gehen wir nicht mehr Hühnerstall. Hier sind wir. Hallo. Hi, Hühner. Also, es ist sehr ungewohnt, dich so zu sehen, muss ich sagen. Ach, gewöhn dich dran. Ich meine, so, wir haben zwei Möglichkeiten, ne? Wir können einfach so weiter. Da ist sie doch. Oh, ja. Hallo. Hallo, Oma. Hi. Wir hätten da mal eine Frage. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch auch gegen dieses schwachsinnige Fastfood-Verbot geweigert. Gut so. Ja, sieht man das so sehr? Oder scheinbar schon. Naja. Aber ja, das stimmt. Diese Frau hat doch wirklich einfach meine ganzen Limo-Vorräte weggeschmissen. Frechheit! Ja, Frechheit! Opa, wir haben ein Problem. Und zwar, also, wir haben Angst, dass wenn uns die Mutter jetzt sieht, dass sie jetzt sagt, hey, ihr widersetzt euch gegen unsere Regeln. Mimimi. Und wir würden 1-2 Kilo gern abnehmen, ja? Und sie sind ja so eine fitte, agile Frau, haben ja auch extra ihr Laufband, ihren Boxsack. Da haben wir gedacht, wir fragen mal sie nach ein paar Tipps. Also 1-2 Kilo pro Finger würden wir gern abnehmen. Und hier ist eine Limo übrigens. Oh! Das als Belohnung, wenn sie uns helfen. Ja, ich bin nicht immer. Was? Ihr wollt wieder fit werden? Ah, dann seid ihr bei mir natürlich genau an der richtigen Stelle. Das haben wir uns gedacht. Genau das haben wir uns gedacht. Was müssen wir denn machen? Was ist eine Sache, wo wir jetzt sagen, ihr rennt jetzt erstmal eine große Runde um die Farm? Was? Und wenn ihr schon unterwegs seid, bringt ihr mir doch gerade eine neue... Wir haben ihnen doch gerade eine Limo gegeben. Ja. Ach, egal, lass eine Limo besorgen. Eine Runde um eine die Farm, okay? Ja, und dann werden wir schon gut, wieder... Gut, wer schneller ist. Gott, ich kann nicht mehr. Können wir kurz eine Pause machen? Ja, bitte. Oh Gott. Ich muss mich... Hast du was zu essen dabei? Ich hab nur Möhren. Ich hab nur Gras dabei. Ja, du wirfst mich mit den blöden Grasdamen ab, die will ich nicht. Okay. Gott, das ist anstrengend. Ich hab das Gefühl, wir müssen immer schneller laufen, oder? Ich kann nicht mehr, Ronja, bitte. Warte, ich laufe noch bis zum Start, dann machen wir eine Pause im Wasser, ja? Okay. Okay. Und Pause. Okay. Gleich bei dir. Okay, so. Oh, waren nicht irgendwo auch so Liegestühle? Meinst du, wir können uns einfach hinlegen? Oh Mann, ich fürchte, unsere Bikinis werden uns nicht mehr passen. Oh, die sollen wir gar nicht mehr probieren. Oma! Da ist die Oma! Guck mal, die läuft doch selber gar nicht. Die fährt immer auf ihrem Motorrad. Komm, wir tun einfach so, als wären wir eine Runde gelaufen, okay? Oh ja, das ist gut. Komm, steh auf, okay. Noch eine Limo. Hast du noch eine? Ich hab eine Limo, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann geben wir einfach noch eine und sagen, wir sind viel gerannt und, Ja, richtig. Und wir waren beim Haus und haben Limo geholt. Warte, da ist sie. Okay, sehr gut, dann gebe ich ihr die. Danke. Hä? Wo ist sie hin? Die ist weg. Hä? Egal, hier ist noch eine. Okay, dann. Keine Ahnung, was das gerade war. Hä? Wie sieht das? Sicher, dass das Limo ist? Ich krieg die nicht. Hä, hast du die schon wieder? Ist die schon wieder weg? Ich hatte so einen Durst. Hä, mach mal dein Inventar auf. Ja, die ist weg. Ich hab nichts. Oh ne, das glaube ich nicht. Wie kann die denn weg sein? Die ist weg. Oh ja, aber jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich 5. Ah, Ronja, ich wusste es. Okay. Oma, oh Gott. Wo ist denn die? Also nicht hier irgendwo. Da ist sie doch im Hühnerstall. Ah ja. Okay, wir müssen von hier hinten kommen, warte. Okay, okay. So tun, als wären wir eine Runde. Oh ja, stimmt. Wir müssen ein bisschen so schwer atmen, als ob wir gerade gerannt wären. Das sind wir ja auch. Steh okay, weiter. Gut, dass ich eine Limo dabei habe. Mm. Hier, vielen Dank für den Tipp. Jetzt haben wir hier eine Limo. Ich denke mal, jetzt eine Nacht schlafen und dann sind wir wieder dünn, so wie vorher. Ich denke mal, das ist korrekt, oder?
Da liegt sie. Ja, wirklich? Okay. Das klingt nach einem Plan, oder? Ja gut, dann gehe ich nochmal in den Fitnessraum, wenn das okay ist. Und lass nochmal in den Fitnessraum. Ja, vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht lügt sie auch einfach. Vielleicht wollte sie auch einfach nur, dass wir ihr eine Limo besorgen. Also, das ist so ein bisschen die Ahnung, die ich jetzt habe. Aber wahrscheinlich. Weiß. Oh, bin ich geschafft. Ich kann überhaupt nicht mehr. Nope. Meine Knochen fühlen sich super schwer. Aber du bist auf jeden Fall dünner geworden. Also bei dir hat's geholfen. Yay! Wie viele Stunden waren wir jetzt hier drin? Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich sehe diese Hunde schon seit Tagen rennen. Irgendwie schon. Und es ist dunkel geworden. Okay, lass uns. Oh, in der Küche. Hier ist es wunderbar. Oh ja. Oh mein Gott. Was? Was denn? Von ihr? Was denn? 20. März 2025? Oh! So viel zu ein paar Stunden. So lange haben wir jetzt trainiert. Aber hey, es hat sich ausgezahlt. Guck mal, fass mal meine Muskeln an, fass mal meinen Arm. Ja, ja, du. Guck mal, wie hart er ist. Ich spür's. Oh. Ja. Okay. Oh, ich brauch unbedingt Schlaf. Wenn wir einfach hochgehen. Ja, bitte lass uns einfach nie wieder Fastfood essen. Ja, okay, vielleicht war das keine gute Idee. Nee. Vielleicht hätte die Mutter ja doch einen Punkt. Was weiß ich. Okay, gut. Das war's dann aber auch für diese Folge Minecraft auf unserer Farm, Bauernhof, Reiterhof, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, ich sage jedes Mal was anderes. Das ist bestimmt verwirrend für die meisten, aber das Gesamtbild hier, ne? Wir spielen Minecraft ja nur ein Minecraft. Easy oder Minecraft Ronja mit und. Was? Ja. Ich wollte gerade ein Lied machen, aber. Oh ja, irgendwie. Nee, sing weiter. Gerne. Lass mal ein Lied machen. Ja, dann können wir das im Intro immer einspielen. Ja, stimmt, das ist voll gut. Machen wir, okay? Machen wir, alles klar. Okay, gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und guckt euch unbedingt auch die letzte Folge an, die kam auf Easys Kanal. Der ist in der Infobox verlinkt und den solltet ihr auch abonnieren. Easy. Yeah. Genauso wie meinen, falls ihr das auch noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in nächster Folge. Abonnieren. Abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Abonnieren. Abonnieren. Gar nicht gruselig.